Harry Kelly leitet die mächtigste Verbrecherfamilie Londons. Clan Kelly. Das lässt sich leicht merken. Unter ihrem Vater war sie eine Komparsin. Als er starb, sind ihre Rivalen verschwunden. Ihre Feinde, ihre Freunde, ihre Familie. Nicht umsonst heißt sie Bloody Mary. Schon früh wechselte Mary von Bargeld zur Kryptowährung und brachte Kellys kriminelle Geschäfte online. Es macht Waffenschmuggel, Drogenhandel und Geldwäsche sehr viel leichter, wenn kein Bargeld fließt. Die Frau hat das organisierte Verbrechen in London modernisiert. Sie hält sich selbst für absolut unantastbar. Das hier sind Beispiele aus meinen Akten. Dalla Covington, 19. Sascha Haddad, 28. Radek Stopkowicz, 24. Alle verschwunden. Gute Leute sind schwer zu finden, nicht wahr, Liebes? Die meisten haben keinen Antrieb, du aber schon. Sie fühlen sich wertlos, so wie die Welt funktioniert, wie sie Menschen ausnutzt. Einfach schrecklich. Gut, dass du ein Ziel hast. Gut, das wär's für mich. Wir sind noch nicht fertig. Das war eine Gefälligkeit. Oh, und mein Beileid an die Familien. Schrecklich, wenn man jemanden verliert. War mir eine Freude, Caitlin. Wie man sieht, gibt sie einem niemals Antworten. Aber es gibt einen Ort, an dem sie redseliger ist. Die Sandstone Residence. Inspektor Lau glaubt, eine Polizeiwanze im Kelly-Hauptquartier könnte Beweise liefern, um Bloody Mary zu überführen. Sandstone ist ihr Operationszentrum. Ich weiß, wir kriegen sie mit den Daten auf der Wanze dran. Besorgt sie mir, dann bringe ich sie für immer hinter Gitter. Sende die Koordinaten an eure Optics. Sabine hier, Inspektor Lau. Ich bin neugierig, wie Mary Kelly zur Rechenschaft gezogen werden soll. So ohne Unterstützung. Sogar bevor Albion jegliche Polizeiarbeit übernommen hat, konnten sie doch nicht drankriegen. Und sie behandelt Menschen weiter wie Vieh. Ich musste mit dem System arbeiten. Ja, das war korrupt. Ich wusste das, nur nicht, wie schlimm es war. Ich dachte, so einen eindeutigen Fall kann man nicht vertuschen. Glauben Sie mir, Schätzchen, die Polizei war vom ersten Tag an korrupt. Warum sollte es denn jetzt anders sein? Weil ich diesmal zu einem Kontakt im Büro des Kronanwalts gehe. Ein ehrlicher Anwalt, der bei organisiertem Verbrechen keinen Spaß versteht. Besonders bei Mary Kelly. Hey, unsere Methoden sind unterschiedlich, aber ich möchte diesen Leuten auch helfen. Okay, gut. Aber ganz egal, wie die Sache läuft. Mary darf uns nicht wieder durchs Netz gehen. So arbeitet der Zeck nicht. Auf zu Sandstone. Okay, ist das jetzt Hauptmission? Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier andere Agenten im Keller. Jetzt sind da... Ist der Sunny hier unten? So, und der Bauarbeiter? Die waren erst noch nicht da. Kann man einen anderen Hintergrund machen? Nee, ne? Aber man konnte doch... Vielleicht unter erweiterte Option? Das sind keine erweiterten Optionen. Ach, da oben. Nee, da sind, kann ich nur sowas. Aber den Hintergrund an sich kann ich nicht ändern. Schade. Ich mag ja ihn.
Er präsentiert sich sehr gut. Ja, aber ein Foto gemacht. Aber ja, das tut mir. Ich meine, so ein Tisch, ne, das kostet dann halt. So. Holen uns hier noch ein bisschen Geld. Ne? 40 Kilo klingt erstmal gut, aber das ist schon auch schwer. Also, wir könnten jetzt hier die Hauptmission machen. Oder wir machen hier noch sowas. Befreien das Stadtgebiet. Weil ich würde heute nicht mehr so lang machen. Also bin tatsächlich hungrig. Wir gucken uns das mal an, ob wir noch ein bisschen die Stadtteile befreien können oder so. Ja, nehmen wir unser perfekt geparktes Auto am besten. Tragbar mit 40 Kilo. Ist ja gut. Ich bin langsam ein bisschen... Also ich frage mich langsam, wann meine Matratze mal ankommt. Irgendwie gibt es dazu kein Update bezüglich Liefertermin. Es stand da, soll ankommen zwischen dem 30.08. und 5.09. Der 5.09. ist morgen und ich habe kein Update, dass es irgendwie unterwegs ist oder... Bisschen, naja, nicht so erfreut. Ich glaube, wir brauchen hier unseren Bauarbeiter. Fliegen wir hoch. Was bestellt, wo immer noch steht, nicht versendet. Naja, das... Ich gucke halt jedes Mal nach. Ich kann ja online nachgucken. Aber steht jetzt seit Tagen bei meiner Matratze, dass es quasi übergeben wurde. An wen auch immer. Und seitdem passiert da nichts mehr. Hier alles für komische Benachrichtigungen auf dem Handy. Oh. Weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn wir jetzt hier mit der Drohne hochfliegen. Okay, ich verstehe das Problem. Wir kommen da nicht hoch. Mit der Drohne. Wir müssen da im Gebäude hoch. Nun gut, dann können wir das schon mal nicht machen. Dann fliegen wir dahin.
Ja, aber da komme ich auch nicht hoch. Also höher als so komme ich gerade nicht. Müsste ich mir das erst runterholen? Okay, da, also nach unten hacken. Aber kann ich das von hier unten bewegen? Ja, ich komme tatsächlich ran. Oh, jetzt habe ich das gekapert, aber kann er nichts damit gerade nichts machen. Also wenn ich das kaper, kann ich kann damit nichts machen. So, das ist jetzt mein Blick gekapert. Jetzt. Wo bin ich jetzt? Okay, Zeit für Kunst. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Hat sich ja... Wollte gerade sagen, hat sich ja gerade richtig viel geändert. Nicht jeder könnte mutwillig ein Krankenhaus demolieren, aber du bist schließlich nicht irgendwer, richtig? Das wird den Leuten von Lambeth gefallen. Gut gemacht. Okay, dann fliegen wir weiter und zerstören dort noch irgendwo die Propaganda. Kriegen wir zumindest noch ein bisschen was gemacht. Ist doch gut. Das war jetzt... Ja, das waren zu viele Großbuchstaben. Da müssen halt irgendwie alle durch, oder? Alle, die im Nachhinein meinen Stream gucken, mein VOD, wundern sich, mit wem ich rede, weil einfach eure Nachrichten rausgelöscht sind. Das sollte passen. Ist erledigt. Was das Imperial War Museum angeht, bist du fertig. Aber je weniger Albion-Propaganda in Lambeth, desto besser. Okay, was haben wir jetzt? Eine Sache fehlt uns noch in Lambeth. Ach, Beweise fotografieren.
In der Polizeiwache. Nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ich will noch was... was Einfaches machen. Gut, werden wir wohl auch tricksen müssen und mit einem Fensterwaschdings hoch. Weil höher als so komme ich nicht. Gibt's das Gebäude wirklich in London? Dieses spitze Ding hier? Weiß das jemand? Sieht gut aus. Das ist mal ein Statement. Ganz Suffolk wird das sehen und wissen, dass es jemand mit Albion aufnimmt. Mir müsste The Shard sein. Die Scherbe? Hab ich noch nie gehört. Und irgendwie auch noch nie gesehen. Sabotage, das ist aber alles im Sperrgebiet. Hier ist nicht Sperrgebiet. Gefällt dein Vorgehen. Danke, Bagley. Gibt's das schon lange, das Gebäude in London? Also da hinten hier von der Gurke und so, oder wie die heißt. Da ist schon was von gesehen und gehört, aber... The Shard? Sehr interessant. Chat, was macht ihr heute noch Schönes? Montagabend um 8. Ist das jetzt im Gebäude? War bis 2020 das höchste Gebäude der EU? Ihr habt nichts von gehört? Ich hab, glaube ich, mal wieder geschlafen. Das ist irgendwo. Zeigt es mir an oben. Okay, okay. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, ich muss hier rein. Ja? Der Höhe ist es. Weißt du, als Kind kam ich immer her. Mit meinem Dad.
Damals war die Halle nur für Mitglieder. Protzhalle hieß sie bei uns. Hättest sie sehen sollen. Sie war riesig. Überall Bücher und Kunst. Riesenbilder an den Wänden. Porträts, Landschaften. Auf einem war sogar einer meiner Vorfahren, hat mein Dad gesagt. Das musste man gesehen haben. Sah aus wie ein Museum. Mit teuren Objekten in Glaskästen. Jetzt bin ich wieder hier. Dad ist tot. Die Protzhalle verfallen. Und ich bin Hausbesetzer. Angeblich ist hier irgendwo eine Maske. Aber wo? Du bist dran, Kleiner. Meter, 44 Aufzüge, 306 Treppen. Okay. Ich muss mir mal Bilder von London angucken. Sieh mal an, ein Versteck und sieht unserem etwas ähnlich. Glaubst du, jemand von der ursprünglichen DedSec ist der Albion-Razzia entgangen und hat sich hier eingerichtet? Na, glaube ich nicht. Derjenige hätte doch inzwischen Kontakt aufgenommen. Das ist jemand anderes, der für Albion von Interesse ist. Such hier alles ab. Gesperrt. Was auch immer diese Konsole verbirgt, es bleibt verborgen, bis du das Passwort findest. Beschaff mir ein paar schwächere Datenpakete von den Computern in der Nähe, dann kann ich es mir zusammenbasteln. Ich kann nichts machen. Erinnert ihr euch an gestern? Ach, jetzt geht's. Ein Anfang, aber ich brauche mehr. Durchsuche die anderen Computer. Als ich dieses komische Ding da zerstören sollte? Du hast gerade dran gedacht. Fast geschafft. Es fehlt nicht mehr viel. Such weiter. Ja, ich meine, das konnte ja auch keiner ahnen. Was ist das dort? Hacken? Dass wir da einfach draufschießen mussten. Jetzt haben wir aber genug, oder? Ich habe das Passwort. Jetzt zurück zur Konsole, mal sehen, was sie verbirgt. Zurück zur Konsole ist gar nicht so einfach. So. So. Ich habe die Daten gelöscht und die Sicherheit verstärkt, damit wer auch immer sich hier versteckt vor Albion sicher ist. Das Mindeste, nachdem wir an allem hier rumgespielt haben. Was Interessantes gefunden, Bagley? Albions Überwachungsakten. Vermutlich gestohlen. Für eine Anzahl bekannter Online-Influencer, die alle gegen Albion sind. Das ist beunruhigend. Sie sollen alle rehabilitiert werden. Was sicher ein Code dafür ist, ihnen Stromkabel an die Brustwarzen zu klemmen. Wir sollten uns beeilen. Kommen wir hier irgendwo hoch? Geht das nicht ganz? Wo ist ein Schlüssel? Ich komme doch hier nirgendwo hoch. Ah.
Geht das wieder nur von außen? Also manchmal... Das funktioniert schon mal nicht. Dann weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie ich da hochkomme. Gut. Wir haben das Hub-Dingsbums gehackt. Das ist Sperrgebiet. Das Propaganda zerstören. Beweise sammeln ist Sperrgebiet, aber Propaganda zerstören? Das können wir machen anscheinend. Ja, hab ich kapiert. Klar doch. Das sind keine strafbare Handlung. Personen, die Karten stimmen. Okay. Wir gehen kurz um die Ecke. Und starten unsere Drohne. Gut, wenn Albion nächstes Mal will, dass du zahlst, mach keinen Stress. Okay. Oh, jetzt hat's die ausgeschalten. Geht gleich weiter. Mir war das ist doch viel zu einfach. Dies ist eine Erinnerung, muss das nicht ein bisschen schwerer sein, hier die Propaganda zu hacken? Das Gerät sowie die Installation illegaler Programme strafbare Handlungen sind. Sie gefährden Ihre Sicherheit und die Sicherheit Londons. Ja, sehr gut. So erregt man die Aufmerksamkeit der Leute. Haben wir das erledigt? Genau, das hier ist Sperrgebiet. Das ist schon befreit. Was haben wir hier? Da waren wir noch nicht. Da wissen wir nicht, ob Sperrgebiet oder nicht. Ah, Sperrgebiet. Ah, okay. Ich glaube, die Easy-Dinger haben wir jetzt schon gemacht. Hier oben waren wir halt auch noch nicht. Hier weiß ich nicht, ob Sperrgebiet oder nicht. Gut. Ich würde aber tatsächlich sagen, es sind nur 2,5 Stunden jetzt heute, aber ich habe echt Hunger. Ich würde eigentlich so bis 8:30 machen. Aber ich habe jetzt die Befürchtung, wenn wir die Mission jetzt starten, die dauert eine Weile. Ich wollte ungern mitten in der Mission stoppen. Nico, bist du da? Wenn ja, hast du Lust, noch mal kurz zu gucken, die wievielte Mission das dann hier ist? Die wir anfangen? Bloody Mary Kelly? Damit ich so ein Gefühl dafür habe, ob wir heute viel geschafft haben oder nicht so viel. Wobei ich habe halt viele Agenten jetzt rekrutiert und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, gemacht. Ich glaube, so viele Hauptmissionen haben wir gar nicht gemacht. Vielleicht 2 oder 3. Das ist dann die 9. Okay. Dann haben wir 3 gemacht. Wir haben die 6., die 7. und die 8. gemacht. Okay. Ja. Aber ich bin am... Also... Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht unter der Woche oder so, oder Freitag oder Samstag,
nochmal streame. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich so Energie habe. Ich bin aber spätestens am Sonntag wieder live. Und am Sonntag geht's dann auch mit Watch Dogs weiter. Sollte ich jetzt unter der Woche spontan streamen, dann spielen wir kein Watch Dogs. Also Watch Dogs geht erst am Sonntag weiter. Dann machst du Sonntag für die fehlende halbe Stunde einfach 12 Stunden. Ja, genau. So war jetzt der Plan, Nico. Nicht ganz. Aber ich fange am Sonntag wieder so plus minus 14 Uhr an. Und da ich ja dann am Montag nicht früh raus muss, dann gucken wir einfach mal, wie lange ich mache am Sonntag. Vielleicht auch ein bisschen länger als bis um 6 oder so. Vielleicht bis um 7, bis um 8 oder so. Je nachdem, wie wir so lustig sind. Aber da würde ich tatsächlich für heute... Wissen Sie, dass ich jemand... ...hier schon Schluss mache. Ich hoffe, das ist okay. Dass es heute wir entfachen das Feuer, damit sie sich auch wehren. Sei doch jetzt leise jetzt, Sabine. Auf jeden Fall reduzieren wir die Augenschmerzen. So. Genau. Dann sehen wir uns spätestens Sonntag wieder. Wenn ihr Lust habt. Ansonsten bin ich so nochmal da. Schön, dass ihr da wart. Zum Montag. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Kommt gut durch die restliche Woche. Es war schön. Und ich habe jetzt Hunger und ich gehe jetzt essen. Danke Nico und danke Julia.